Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Wie schon im letzten Part angekündigt, werde ich diesmal alle Orte besuchen, die wir leider nicht ganz abschließen konnten, da ja noch die Schlösser waren und ja, wir hatten noch nicht die Fertigkeit, die zu öffnen. Ich hoffe, das hat sich jetzt geändert, aber ja, doch, es sollte locker gehen. Soweit ich weiß, Schloss Sunnat hatten wir noch gar nicht mit zu tun, von daher ist es kein Problem und selbst Schloss Sunnat sollte eigentlich gehen, ja. So, als erstes werde ich zur. Ihr habt euch komisch angehört. Als erstes werde ich zur Magiergilde gehen und von dort nach Balmora reisen. Wenn ich immer hoch darf, danke. So. Und von Balmora geht es dann zur Mondfalterfestung. Ich glaube, das habe ich schon im letzten oder vorletzten Part gesagt. Ich bin mir aber nicht mehr genau sicher. Wenn dann, ja. Nehmt es einfach so hin, dass ich es nochmal gesagt habe. Ihr habt ja eh keine andere Wahl, denn jetzt habt ihr es eh schon Darf ich gehört. euch Tja. helfen? So, Balmora. 9 Draken. Nicht gerade viel, aber wir haben ja einiges ausgegeben für die Ausbildung. So, werden wir einfach mal hier hochgehen und uns dann zur Mondfalterfestung begeben. Lange dürfte das ja nicht dauern. Und ich springe wieder. Ja, ist das ein Wunder? Ich glaube nicht. Das werde ich mir eh nie abgewöhnen. Naja, egal. So, ich werde es versuchen, aber ich rede davon am besten ja nicht mehr, weil das habe ich schon zu oft getan. Und ich kann mich nicht mehr rausreden. Ich springe einfach durch die Gegend und sage, nö, ich gucke mir das aber mal, hops, hops, hops. Ja, ihr wisst, wer es ist. So. Ich habe das Gefühl, die Musik ist teilweise etwas zu laut. Deswegen werde ich die auch noch mal ein bisschen runterstellen. So zum Beispiel. Das sollte ausreichend sein. Das war jetzt nur ein kleiner Tick. Wenn es zu leise ist, dann werde ich das jetzt gleich in der Videodatei bemerken. Aber nicht in der nächsten, sondern. Oder nicht in dieser, sondern erst in ein paar anderen. Weil ich werde jetzt ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Ich habe ja lange nichts mehr aufgenommen und ja. Deswegen hoffe ich mal, dass ich einen kleinen Vorrat wieder schaffe. So. Der Nachthimmel, wie immer, wunderbar schön. Und ja, ich renne nie. Oder ich renne schon, aber ich springe nicht. So. Inventar ist. Na, es ist noch nicht ganz leer, aber es ist auch nicht so voll. Längs haben wir ja noch tausende Tränke, die wir auch noch verkaufen können. Und Tränke wiegen ja auch nicht allzu wenig, je nachdem was für einer. Zum Beispiel gibt es ja billige Tränke, die wiegen glaube ich 1,5. Dann gibt es die einfachen, die wiegen 1. Dann gibt es verfeinerte mit 0,5 und extra verfeinert? Nein, exklusiv, genau. Die wiegen 0,3 für gewöhnlich. Es gibt auch spezielle, aber die zählen eigentlich nicht dazu. Ach ja, und da liegen noch die Klamotten von dem. Ich liebe diese persistente Welt. Die werden auch nie verschwinden. Wisst ihr noch, wo ich mich bei dem hier so abgerackert habe? Bei diesem Typen, der mich dauernd umgekloppt hat. Oder eher gesagt, sein beschworenes Skelett. Ach ja, lang, lang ist es her. Aber es wird noch wesentlich länger dauern. Also das LP. Ich möchte keine genaue Schätzung abgeben, wie viele Parts es noch werden, aber die Hälfte ist noch lange nicht erreicht. So viel sei gesagt. Klimmläufer, wirst du mich erwischen? Ich hoffe nicht. Nein. Okay, hier ist die Kurbel. Schön. Dann werden wir jetzt das erste Mal Dwemer. Was sind das? Dwemer Legionären? Dwemer. Also diesen Dwemer-Rittern begegnen. Das erste Mal, ich weiß es nicht, aber hier in dieser Höhle jedenfalls. Weil die gab es vorher nicht. Ist auch ein bisschen fies, wenn man bedenkt, dass man hier als Level 2 bis 3 hingeht und dann so Dwemer. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich sage einfach Dwemer Ritter, wenn man dem begegnet. Die würden einen übel zurichten. So. Ich glaube, hier unten geht es weiter. Ich habe genug Dietriche und Sonden. Und hier bin ich korrekt. Ja. Hier bin ich korrekt. Ich glaube, das sagt man nicht so. Nein. Das heißt, hier bin ich richtig. So, dich kann ich eigentlich schon nehmen, da ich mir sehr sicher bin, dass ich keine Waffe mehr brauche. Zumindest nicht in diesen Bereichen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo die Himmelsgalerie ist. Die müsste sich irgendwo hier befinden, aber ich bin mir gerade nicht so schlüssig, wo. Nein. Es ist weiter unten, das ist klar, aber. Wo ist das verdammt nochmal? Himmelsgalerie. Ist es die? Ja, ich glaube, sie ist es. Ah! Ah! Ja, aber wir haben noch.
jemanden, den wir ebenfalls noch nicht besiegen. Das können wir jetzt auch abschließen. Schön, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Weh, du fällst in die Lava, du komischer Stück. Komischer Stück. Oh, mein Deutsch ist heute wieder so gut. Raste. Raste. Bitte. T. Ihr könnt nicht rasten, weil irgendein Arsch in der Nähe ist. Toll. Aber jetzt. Assassine. Ne? Wow. Toll. So, ich glaube, ich brauche vorher doch die Waffe, weil mit einem Dietrich lässt er sich wirklich mal nicht so gut überzeugen. Ich weiß nicht, was mit dem Sound los ist, Leute. Ich habe keine Ahnung. So, das müsste klappen. So, ist langsam, so ist schnell. Was? So schnell können wir springen? Krass. Okay. So, Schwert gezogen und auf ihn mit Gebrüll. Haben wir ihn wirklich noch nicht getötet? Nein, ich glaube nicht. Stirb! Aua. Oh ja, der war locker. Also er hat uns gut Schaden gemacht, aber das können wir verkraften. Das ist völlig in Ordnung. So, weg damit, das weg und da. Okay, das sieht vielleicht wie ein Aufzug aus, aber es hat gar keine Funktion. Etwas schade, aber naja. So, brauche ich hier nicht Levitation? Ich meine schon. Deswegen werden wir jetzt mal den Zauberstab nehmen. Und ich muss lauter reden, weil im Hintergrund permanent so ein Brodeln ist. Brrr. Schlimm. So. Ja, mit dem Zauberstab kämpfen wäre unklug, da wir stumpfe Waffe kaum ausgebildet haben. Übrigens sind die letzten paar 22 und 15 Minuten lang, also mein Zeitgefühl war wieder super und dass ich sagt, hey, ich gucke auf die Uhr, kennt er genauso wie, hey, ich höre auf zu springen. Ja, okay, das brauchen wir nicht wirklich, weil das wiegt so viel und hat so wenig Wert dagegen. Nö, das braucht man nicht. So. Hier runter und zurück. Ich weiß ja immerhin, wo wir jetzt hier sind. Ach ja, die muss ich mir auch noch holen. Die 7-Meilen-Stiefel. Ah, Rück. Ja, ja, die brauche ich auf jeden Fall. Die werde ich mir definitiv besorgen. Ich glaube, darauf wurde ich schon mal aufmerksam gemacht. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Also selbst... Ich weiß nicht, wer es war. Tut mir leid. Ich meine aber, jemand hat es mir schon mal gesagt, dass ich die auch nehmen könnte. Und jetzt versagt meine Levitation, oder? Nein, noch nicht? Oh, Wunder. So, ich kann eigentlich den Dietrich nehmen. Da ist er. 15 Benutzung? Warum? Ach so. Ah, ach so, ich hatte noch welche. In Ordnung. Okay. Wobei, wir haben ja gelernt, Lehrlingsdietriche sind besser als Meisterdietriche, aber pff. Ich habe einfach mal Meister Dietrich genommen, weil umsonst, man guckt keinem geschenkten Gaul ins Maul. So. Dwärmerbuchstaben würde ich gerne lesen können, aber kann ich nicht. Nö. Es gibt irgendwie ein Alphabet im Elder Scrolls Wiki davon, aber die dwemerische Schrift ist nicht vollständig. Da gibt es nur 10 oder 12 von 26 Zeichen. Und man weiß ja nicht mal, ob es überhaupt 26 davon gibt oder mehr oder weniger. Von daher kann man das unmöglich übersetzen. So, da ist nichts mehr drin, das haben wir ja schließlich irgendwann mal leer gemacht, aber hier können wir weiter. Das sollte jetzt fast instant aufgehen, ja, oder nicht nur fast, sondern direkt. So, durch hier. Und dieses Geräusch ist, ja, wurde natürlich durch ein noch schlechteres ersetzt. So, das ist toll, wunderbar. Wie viel ziehst du bitte ab? Hallo? Das war nicht nett. Keine Falle. Hier geht's weiter runter, also noch nicht. Oh, diese permanenten Hintergrundgeräusche. Falle, okay. Ich habe fast alles voll an Magie, von daher lasse ich das. Ich werde nichts riskieren, sondern es entschärfen und hoffe einfach, dass ich mehr Skill in Sicherheit kriege. Aua, ihr tut weh, wisst ihr das? Okay, Schloss 40. Selbst wenn wir die Landblutgalerie erreicht hätten mit Schloss 32, hier hätten wir wieder ein Problem gehabt, weil hier Schloss 40 ist. Also von daher ist es schon ganz gut, dass ich das erst jetzt mache. Hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich noch weitergekommen wäre, aber trotzdem ein paar Truhen verschlossen geblieben wären. Diamant, nimm ihn. So. Das hat nichts Wichtiges und hier ist auch nichts weiter. Ja, du darfst auch mit deinem Dietrich in die Luft stechen, es sei dir gegönnt. Okay. Gehen wir hier lang. Und was ist hier unten? Ich glaube, mein Tod, aber ich werde vorher speichern. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie zu krepieren. Ja, zum Beispiel bei dem.
Er ist ein Kandidat, der mich umbringen könnte. Aber es noch nicht getan hat. Moment, kann nicht mehr lange dauern. Ja, du. Was? Ich bin ja scheintot und so. Ja, speichern, warum? Wenn wir es so schaffen? Pff. Ein von 78, natürlich. Gute Taktik, die ich hier habe, irgendwie. Ich schlage sie, dann stoßen sie irgendwie zurück und... Oh. Setz es ab. Okay. Jetzt habe ich keine Gefahr mehr, dass ich irgendwie dauerhaft einen Schaden kriege. Also, ich stoße sie zurück und in der Zeit können die nichts machen und dann greife ich wieder an. Und ja, dann können die mir nicht schaden. Aus diesem Grund bin ich jetzt so weit gekommen, dass ich immer noch scheintot hier rumrenne und noch nicht gestorben bin. So, was gibt's hier? Türen. Mit garantiert einer Centurie oder einem Dwemer-Krieger oder irgendwas anderem. Doch, garantiert. Aha. Naja, am Zwerg geht eigentlich der Zauber nämlich vor. Achso, hier war ich schon, okay. Geht bitte drauf. Nett. So, gib dein Ektoplasma, wenn du welches hast. Ja, dreimal sogar. Schön. So, sollen wir die nehmen? Ich werde, glaube ich, nachdem ich das gemacht habe, eh wieder zum Kriecher gehen. Von daher werde ich alle mitgehen lassen hier. Weil 3 zu 30, das ist schon echt okay. Das nehmen wir. Den Schlüssel nehmen wir auch einfach mal mit. Der Brustharnisch ist allerdings nicht so wertvoll, als dass wir den mitgehen lassen. So, hier ist nichts. Oh, doch, ist was. So. Naja, habe ich ihn drin? Da, eben jetzt. Jo. So, da ist nichts mehr. Hier sind wir lang gekommen. Genauso wie da oben. Da waren wir ja. Also heißt es jetzt eine Etage tiefer. Ja. So. Hier hoch, da. Da ist nichts mehr. Und hier runter. Okay, ich habe keine Ausdauer. Was ist mir herzlich egal? Ich habe was? Ich bin im Kreis gerannt. Wow, ich bin genial. Ich renne im Kreis. Natürlich, das ist sehr produktiv, muss man schon sagen. Wie komme ich hier weg? Ich will jetzt auch mal auf die Partlänge achten. Ich glaube, der Part ist nämlich schon wieder lang genug. Steinigt mich, wenn nicht, aber dann ist es halt so. Nein, hier renne ich doch im Kreis. Verdammt, wo geht es hier weiter? Ich habe doch gerade eine Tür gesehen, wo ich noch nicht hin wollte. Also, irgendwo muss es hier noch was geben. Oder ist dieser Bereich, wo ich hier hingehe, völlig getrennt von dem anderen, wo ich gerade war? Und warum spreche ich wieder so schnell? So, genau das war's. Okay. Also, wenn der Part kürzer ist, dann ist es halt so, aber die letzten waren lang genug, von daher gleicht sich das wieder aus. Also, sag ich mal hier, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.